Und weiter geht's mit dem Millennium Falcon. Wir sind bei Bauabschnitt 4 gelandet auf Seite 80 der Anleitung. Und das sind die Teile, die verbaut werden. Und ohne viel Reden legen wir los. Tja, und da hat mich die Kamera im Stich gelassen und ihr konntet gar nicht sehen, was ich gebaut habe. Deswegen zeige ich euch das jetzt nochmal kurz. Wir haben also diese Abteilung hier gebaut. Ups, da fällt schon was raus. Also diese Abteilung hier mit Platten auf der Unterseite, Technikelementen hier an der Seite, damit wir hier einen doppelten Boden hinbekommen. Denn hier, das wird ein Schmugglerfach, glaube ich, wo dann Han Solo seine Schmuggelware verstecken kann. Da kommt einfach hier so ein Stein dann oben drüber. Und wir sehen schon, hier kommen zwei Gänge noch hin. Einmal hier hin und einmal hier hin. Die sind schon halb fertig. Und wir haben hier ein Bedienungspanel und da gibt es Licht und Schatten. Das Licht sind hier diese beiden Elemente, denn die sind aufgedruckt und die Drucke sehen gut aus. Wunderbar, 1A, aber dieses Teil hier, ich nehme es mal eben raus, das ist ein Aufkleber. Und der Aufkleber ist okay, aber das Teil, auf das hier der Aufkleber draufkommt, hat hier so eine blöde Nase noch dran. Und da geht der Aufkleber drüber und ja, da kann man sehen, da haben wir eine schöne Delle drin und die bekommt man auch nicht rausgedrückt, weil da ist das Plastik unten drunter. Das ist ja ein bisschen weniger schön. Das ist also dann Schatten und Licht. Dann haben wir hier noch so ein paar ja, technische Elemente, soll wohl wahrscheinlich einfach nur ein bisschen komplizierter aussehen. Und noch so ein paar Elemente am Boden. Auch hier wieder ein Telefonhörer verbaut. Die kommen ja wirklich überall hin. Und jetzt bin ich gerade dabei, hier ja so ein zweites Pult oder irgend so ein Teil zu bauen. Und das gibt es jetzt auch wieder im Zeitraffer. Ich hoffe, diesmal klappt alles. Na, wer bemerkt den Fehler? Ja, da ist ein falsches Teil dabei. Wir brauchen hier zwei von diesen größeren, wo nur außen die Noppen verlaufen. Und ich habe jetzt hier wirklich kaum mehr Teile über. Und da fehlt also definitiv ein Teil, beziehungsweise es ist falsch dabei. Denn ich habe nur noch ja, eins davon, das hier. Und nebendran, das ist ein Teil, was komplett durchgenoppt ist. Und das ist eindeutig falsch. Das wird hier die Außenverkleidung hier an der Seite, die dann hier so umläuft. Und ja, wäre jetzt eigentlich kein Beinbruch, würde nicht großartig negativ auffallen, aber ich habe hier in meiner Ersatzteilkiste noch so ein Teil gefunden, zum Glück. Also ich sag's euch, wenn ihr den Falken bauen wollt von Leppin, kauft euch erst ein paar andere Sets, damit ihr hier ordentlich Ersatzteile habt, denn bei dem Bauschritt hier fehlt mir noch ein Teil und das ist, Gott, da muss ich jetzt mal kurz schauen, wo das hinkommt. Ach, ich zeig's euch am besten kurz in der Anleitung. Das ist diese Stange hier, die war nirgendwo zu finden. Vielleicht taucht sie noch in einer anderen Tüte auf, keine Ahnung, einfach mal abwarten. Die würde hier so als Deko-Element befestigt werden. Also hier würde die reingeklemmt werden. Und naja, kann man auch nachträglich noch machen. Ich warte mal ab, ob die noch auftaucht. Aber wie gesagt, das hier sind jetzt erst einmal, oder ist erstmal der Abschnitt, wo am meisten schiefgelaufen ist bisher. Falsches Teil und fehlendes Teil. Jetzt baue ich noch schnell alles fertig mit dem Bauabschnitt hier und dann machen wir einen kurzen Rundgang. Weiter geht es hier auf Seite 103 mit Bauabschnitt 5. Aber bevor der angegangen wird, zeige ich euch mal, was übergeblieben ist. Drei Technikpinne und so eine kleine geriffelte Fliese und ja, das falsche Teil, das ich nicht gebraucht habe. So, aber was haben wir jetzt alles gebaut? Hier an der Seite sehen wir diese Außenverkleidung, die am Heck des Falken angebracht wird. Die wurde hier mit so Technikpinnen reingeklippt und hier mit so einem Gelenk, mit so einem Hinge, wurde das dann gemanagt, dass man es hier so rumklappen kann. Das haben wir sowohl auf der einen als auch hier auf der anderen Seite drauf. Also die ersten Außenverkleidungen, sehr, sehr schön. Dann haben wir einmal einen ja, noch leeren Raum hier gebaut, der hier reingehängt wurde. Und ich bin mal gespannt, was da noch reinkommt oder ob der so leer bleibt, weiß ich noch gar nicht. Und natürlich hier den voll ausgestatteten Raum mit
einem Durchgang und da haben wir noch einen zweiten Durchgang, natürlich wieder hier mit den Stickern drauf und wir haben noch einen, ich muss hier mal kurz drehen, dritten Durchgang, der nach hinten dann auch rausgeht. Und ja, wie gesagt, das Bedienpanel habe ich euch schon gezeigt. Hier haben wir was stehen, das sieht irgendwie aus, weiß nicht, keine Ahnung, wie so ein Reaktor oder sowas vielleicht. Weiß ich nicht genau. Sieht auf jeden Fall nett aus. Auch hier oben drauf haben wir einen Sticker aufgebracht und ja, der sieht auch ordentlich aus. Also kann man sich echt nicht beschweren bisher. Die ganzen Aufkleber, die hier mit dabei waren, waren durchaus immer von einer guten Qualität bisher. Und so viele sind auch nicht mehr übrig oder kaum noch. Wir haben den großen Sticker, dann hier diese Durchschusslöcher und diese braunen. Und ja, dann war es das auch schon. Von daher stickermäßig alles im grünen Bereich. Gehen wir noch mal etwas weiter rum. Wir haben noch angebracht hier dieses Deko-Element, was hier aus so einem Geländer besteht. Soll einfach auch nur ein bisschen Technik darstellen. Was ich richtig schön finde auch, ist der Abschnitt hier. Denn hier können wir diese Klappen öffnen. Und dann haben wir dort, keine Ahnung, einen Müllschacht oder was auch immer. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist das hier eine tolle Sache, wie man hier diese Klappen öffnen kann. Das hat mir echt gut gefallen, wie ich das gebaut habe und habe dann gesehen, was daraus wird. Na komm, geh wieder richtig zu. Und auch hier diese ganzen kleinen Elemente, die dann dort zusammenkommen. Hier so ein Lenkrad und es sieht einfach sehr, sehr technisch aus. Und natürlich hier unten unser kleines Schmuggelfach. Na komm her, da können wir was reinmachen. Zum Schmuggeln. So, also das war so der Hauptteil jetzt von Bauabschnitt Nummer 4. Hier dieser schöne, wirklich schöne Bereich, den wir gebaut haben, den leeren Bereich und die Außenverkleidungen hier. Es gibt noch einen Schwachpunkt bei dem Set, den will ich euch nicht vorenthalten. Zumindest bei mir ist das ein Schwachpunkt. Und ja, ihr könnt es schon da hinten sehen. Einer der Landefüße, der geht ständig ab, der geht ständig flöten. Und das ist der, Moment, ich muss drehen. Ja, der hier. Also der wird ja hier nur mit so einer Achse reingesteckt und da ist die Verbindung einfach zu locker und der ist mir jetzt schon zweimal abgefallen. Ich denke, den muss ich auf jeden Fall kleben, damit das Ganze dann hält. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich mache Feierabend. Es ist ja spät genug und ich muss in die Haie. Auf jeden Fall, da habt ihr den Blick. So sieht der Falke jetzt aus nach Bauabschnitt 4. Ist schon eine ganze Menge dran, aber wir sind ja noch nicht mal in der Mitte angelangt. Also bleibt dran, es geht weiter.